Feuer, Zunder, Sprache, Maschinen. In der Krise hat sich die Menschheit angepasst. Wir wurden Krieger, Entdecker, Baumeister, Träumer, nach vorne flüchtend. Die Welt im Wandel unter Kontrolle. Ich bin alt genug, um zu wissen, wie die Welt früher war. Wir hatten Orte, wo wir hingehörten. Länder, Nachbarn, Familie. Aus einem gescheiterten Staat wurde ein Dutzend. Jetzt sind Millionen Flüchtlinge in alle Richtungen unterwegs. Außer nach Hause. Wir nennen uns selbst NOPATs. Die Non-Patriated. Staatenlose Krieger, die ums Überleben kämpfen. The world's non-patriated find themselves choosing sides between Russia and the United States in their quest for vital aid. Gefangen zwischen den letzten beiden Supermächten im Kampf um Ressourcen, die uns in eine neue Art von Krieg zu ziehen drohen. Disrupted electronic communication across the planet. We don't know what has happened. Are we broadcasting? Are we on air? Wir wollen nach Doha, damit ein amerikanischer Satellit nicht in russische Hände fällt. Die Infos an Bord reichen beiden Seiten aus, um uns zur Hölle zu jagen. Aber das ist nicht unsere erste Krise. Die NOPATs sind daraus entstanden. Wir sind die Krieger. Wir sind die Anpassung. Und dieser Kampf gehört uns. Alle mal herhören. Ich werde das hier nur einmal erklären. Innerhalb der Kampfzone kämpfen zwei Armeen darum, Sektoren zu erobern und zu halten. Es wird so lange gekämpft, bis eine Seite keine Verstärkungen mehr hat und sich zurückziehen muss. Das war's. Also, wie erobert man Sektoren? Ihr holt euch einen Sektor, in dem ihr die Ziele darin sichert. Um ein Ziel zu sichern, müsst ihr alle Gegner ausschalten. Hält eine Seite alle Ziele in einem Sektor, geht er als erobert. Wenn ihr mehr Sektoren als der Feind haltet, verliert dieser Verstärkungen. Treibt also die Ressourcen des anderen Teams auf, um die Schlacht zu gewinnen. Ihr könnt dem Feind zwar zusetzen und seine Verstärkungen zermürben, aber hauptsächlich müsst ihr Sektoren halten, um Spiele zu gewinnen. Alles klar? Also, Augen aufs Ziel, Leute. Bewegt euch! Strategie ist simpel. Erobert eure Ziele, übernehmt die Kontrolle über die Sektoren und werft den Feind zurück. Gehen wir. Wir müssen eine Schlacht gewinnen. Ich
kann das Ziel sehen. Ziehen wir es durch. Wir überwachen eure Fortschritte, NOPAD. Nehmt das Ziel ein und gewährt dem Feind kein Pardon. Wir haben keine Informationen über Feinde im Gebiet. Holt euch das Ziel, Alliierte Verbände sichern Ziel Charlie 1. Ziel sichern. Findet und erobert die Ziele. Es ist noch nichts verloren. Los jetzt, keine Zeit verlieren. Ziel gesichert. Der Sektor ist jetzt unter eurer Kontrolle. Auf die NOPAD ist Verlass. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Wir greifen bei Bravo 1 an. Auf, um im Spiel zu bleiben. Zwar noch etwas früh, aber wir sichern Territorium nach Plan. Du musst ins Kampfgebiet zurückkommen. Charlie ist in Feindeshand.
zählen die meisten Sektoren. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Thank you.
Kontrolle über Bravo 1 ist Geschichte. Sektor Bravo ist in Feindeshand. Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Wir sichern Ziel Charlie 1. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Zeit hat Mehrheitskontrolle. Alle Sektoren verloren. Wir müssen uns was einfallen lassen. Sektor Charlie erobert. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Versorgungspaket bereit zum Abwurf. Schickt einen Panzer an meine Position. Alles klar, wird geliefert.
greifen bei Bravo 1 an. Weiter, dann gewinnen wir. Sektor Bravo wurde gesichert. Alle Sektoren gesichert, aber sie werden garantiert zurückschlagen. Hey, wir kriegen das hin.